Herzlich willkommen bei Major Doms Barbecue. In der heutigen Schnellschussfolge gibt es einen ganz einfachen, aber ehrlichen Kartoffelsalat. Los geht's! Was wir brauchen: Bacon, anknuspern, Zwiebeln, glasig machen. Das ist Bauchspeck vom Schwein natürlich, schön klein gewürfelt. In unserer angewärmten, vorgeheizten Gusspfanne. In der Regel braucht ihr da kein Öl extra reingeben. Eine Gusspfanne lagert ihr eh leicht eingefettet. Und der Speck gibt sein Übriges dazu. Natürlich Kartoffeln. Schön große, mehlig kochende Kartoffeln genommen und dann als Pellkartoffeln quasi gekocht und dann die Schale abgezogen. Für den Crunch ein bisschen Säure, einen Apfel. Ja, es ist ein Fertiggericht, aber kann man perfekt dafür nehmen. Unbezahlte Werbung. Und als Gewürz Ankerkraut, Pommes frites. Salz, das ist immer ein komisches Wort, Pommes-Salz und Wiesel Ultimate, davon aber nicht so viel, da ist ein bisschen Pep dran. Und natürlich ein großes Schüsselchen von dieser Kartoffelsalatsoße. Machen wir jetzt die Hälfte schon mal rein, als schönen Untergrund. Schon mal was Pommes-Salz. Viel hilft viel. Schon mal was Ultimate. Und schon mal vermischen. Jetzt kommen die guten Erdapfel hier rein. Die restliche Kartoffelsoße. Ihr könnt natürlich auch mit Mayonnaise und da gibt es ja noch die Variante, ihr nehmt saure Gurken, dann das Wasser davon, euch was selbst anrühren. In unserem Beispiel heute gibt es halt diese kühne Salatsoße. Erfahrungsgemäß ist der Essiganteil bei diesen fertigen Soßen halt recht hoch. Und mit diesen Kartoffeln kontern wir das geschickt. Ich meinte natürlich Äpfel. Plus wir haben die Komponente, die, wie ihr wisst, ich sehr geil finde. Herzhaft trifft auf süß. Gut, stopp, reicht. Und die letzte Zutat. Was gibt es Geileres als ausgelassenen Speck mit Zwiebeln? Sieht das nicht geil aus? Ein richtig rustikaler Kartoffelsalat. Ich sag doch ehrlich. Los, probieren. Hui, 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 hui. Super, mega geil.
passt zu fast allem. Und jetzt seid ihr dran. Nachmachen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ruckzuck, schnelle Nummer, schnelle Schussheit. In diesem Sinne, Abo nicht vergessen und bis demnächst. Euer Major. Ciao.